Das Herzstück Beckenboden, was ich entwickelt habe, das siehst du hier hinter mir. Und ich würde gerne ein paar Sachen dazu erklären. Und vor allem beziehe ich mich hier auf den weiblichen Beckenboden, weil das meine Hauptklientel ist, mit der ich arbeite. Aber natürlich gibt es da auch große Schnittmengen zum männlichen Beckenboden, die ich dann einfach mit anführe. Fangen wir mal an mit dem ersten, den knöchernen Strukturen des Beckenbodens. Der Beckenboden schließt ja den Körper nach unten hin ab, verschließt den Körper und ist wie so ein Netz, wo die Organe drin liegen. Und dieses Netz spannt sich in dem inneren Bereich des Beckens auf. Das Becken an sich erkennen wir, können wir draußen fühlen, die Beckenknochen, die Hüftschaufeln, die sehen wir hier abgebildet. Es ist eine frontale Aufsicht. Somit haben wir hier hinten das Kreuzbein und das Schambein das Kreuzbein und das Steißbein zu sehen und hier vorne die Schambeine. Diese vier Punkte, die Sitzbeinhöcker, sind hier montiert. Die sieht man, wenn man oder die fühlt man, wenn man ein bisschen hin und her schaukelt, dann sind das die knöchernen Punkte im Gesäß. Der weibliche Beckenboden unterscheidet sich dahingehend, dass das innere Becken, das sehen wir hier, das ist die Körperöffnung, wo das Kind bei der Geburt auch austritt, ist deutlich größer als bei dem männlichen Becken. Das weibliche Becken ist auch eher breiter, um dem Kind eben halt den Raum zu bieten. Und das männliche Becken ist eher schmaler und eher trichterförmiger. Das heißt aber auch, dass dieser Bereich, wo der Beckenboden sich aufspannt, bei den Männern deutlich kleiner ist und dadurch kompakter, bei den Frauen wesentlich größer, weicher und eben halt auch ein bisschen flexibler ist. Die Schichten des Beckenbodens, die wollen wir uns jetzt einfach mal anschauen. Wie schon eben kurz erwähnt, es sind drei Schichten. Und die erste Schicht spannt sich vorne an dem Schambein auf und zieht sich dann rüber zum Steißbein, findet da seinen Ansatzpunkt. Und wenn wir uns das ein bisschen einmal mit Fantasie anschauen, dann haben wir eine Acht. Das ist auch die Bezeichnung, die man häufig hört. Und in dieser Acht enthalten gibt es die Körperöffnung. Da ist einmal hier die Afteröffnung, die Scheidenöffnung und hier vorne die Harnröhre der Frau. Bei den Männern sieht es dementsprechend ein wenig anders aus. Und der Beckenboden hat halt immer die Funktionalität, auf der einen Seite den Körper zu verschließen, auf der anderen Seite die Körperöffnung auch mit zu verschließen. Inkontinenz, Menschen, die damit ein Thema haben, haben dann auch mal automatisch etwas mit dem Beckenboden zu tun, ist nur eine unterstützende Muskulatur. Jede Körperöffnung hat auch eigene Verschlussmuskulaturen dazu. Das ist also die erste Schicht. Schauen wir uns einmal die zweite Schicht an. Die zweite Schicht legt sich wie ein Netz oder wie ein Fächer über die erste Schicht. Die erste Schicht ist die äußerste und das ist quasi die mittlere Schicht des Beckenbodens und hat den Ansatzbereich im ganzen vorderen Bereich von den Sitzbeinhöckern aufspannt über die Schambeine zum anderen Sitzbeinhöcker. Es setzt hier hinten an der Afteröffnung nochmal an und verbindet sich auch da mit dem Beckenboden, sodass da die Muskulatur ineinander verwoben ist. Kommen wir zur dritten Schicht. Das ist die innerste Schicht und die größte Muskelschicht im weiblichen Beckenboden und schließt das komplette Becken an sich ab und vernetzt sich ineinander auch mit den anderen beiden Schichten. Es lässt hier einmal eine Durchlässigkeit zu den anderen Muskelschichten, da ist natürlich nicht nichts, sondern da sind eben halt Bindegewebsstrukturen wie Faszien. Das ist ja mittlerweile auch viel Wissen darüber schon bekannt, dass Faszien eben halt das Bindemittel und die Informationsquellen und Informationswege sind für Muskulatur und Nerven. Und so verbunden, wie dieser Beckenboden jetzt ist, ist es wie ein Geflecht von einem Korb.
Und wenn wir uns jetzt einmal vorstellen, dass unter der Geburt diese Muskulatur sich öffnet, damit hier durch die Scheidenöffnung eben halt das Kind austreten kann, dann ist auch klar, dass der weibliche Beckenboden eben halt eine gewisse Flexibilität braucht und eine starke Beanspruchung auch damit eben halt sich bringt. Viele Menschen haben Beckenbodenthemen, ohne dass sie es wissen. Es wird häufig immer bei den Frauen irgendwie in die Ecke gestellt, eben halt wegen dieser Geburtsthematik. Wichtig, aber was häufig vergessen wird, ist, dass wenn spezifische oder unspezifische Rückenschmerzen gerade im unteren Rücken auftreten, egal ob bei Männern oder bei Frauen, dieser Muskelbereich der Beckenboden eben halt meistens zu viel Anspannung hat. Und wenn wir uns das vorstellen, wenn dieser Muskelbereich zu viel Anspannung hat, dann verändert sich die Struktur des Beckens. Dann entsteht eine kleine Fehlhaltung, die sich dann im unteren Rücken widerspiegeln kann. So dass Training für den Beckenboden für Männer und Frauen gleichberechtigt wichtig ist. Wie kann das passieren oder wie kann das ablaufen? Erstmal gilt es darum, ein Gespür zu bekommen, wo der Beckenboden überhaupt sitzt. Und das lässt sich am leichtesten so vollführen, wenn man ein Handtuch zusammenrollt zu einer Rolle und sich da rittlings draufsetzt und sich einfach vorstellt, an diesem Handtuch zu zupfen. Und diese Zupfbewegung, das ist manchmal ganz fein nur und kann halt gekräftigt werden oder verstärkt werden. Das wäre die erste Aktivierung für oder eine Wahrnehmungsübung für den Beckenboden. Der Beckenboden ist sehr individuell, bei jedem Menschen unterschiedlich. Und es gibt bestimmte Körpermaße, die einen Anhalt geben, eine Idee geben können, wie dieser Muskel, den man ja so nicht fühlen kann, aussieht. Die erste Idee, die ich dazu geben kann, ist, um die Größe deines Beckenbodens kennenzulernen, ist, wenn du die Handflächen aneinander legst und so eine kleine Schale bildest, dann ist das ungefähr die Größe deines Beckenbodens. Und wenn du dir vorstellen möchtest, wie dick dein Beckenboden ist, dann würde ich dich einladen wollen, einmal mit Daumen und Zeigefinger hier am Daumengrundgelenk einmal zu spüren. Dann hättest du eine Idee davon, wie dick dein Beckenboden ist. Und dann wirst du vielleicht schon feststellen, so viel ist es eigentlich gar nicht. Und doch leistet diese Muskelschicht so großartige Arbeit.